So, ich melde mich hier nochmal. Zurück aus, Sie wissen schon. Und möchte an der Stelle hier nochmal einen Blog vorlesen, den ich heute gepostet habe, aus offensichtlich aktuellem Anlass. In dem es um Kindersexualisierung geht. Großes Thema gerade. Und da ich heute dreimal eingeladen wurde, eine bestimmte Like-Seite zu liken, und so mein Fokus darauf gerichtet wurde, habe ich mich dem einfach mal kurz gewidmet und geschrieben, was mir dazu durch den Kopf gegangen ist. Und das ist Folgendes. Ich wurde heute im Facebook dreimal eingeladen, die Seite 1 Million Stimmen gegen Frühsexualisierung unserer Kinder zu liken. Konnte ich mit gutem Gewissen einfach nicht, schrieb aber aus Respekt das hier und möchte es aus gegebenem Anlass zu meinem heutigen Peace Trading Beitrag werden lassen. Sorry, aber trotz mehrfacher Einladung werde ich das hier nicht liken, weil ich mich damit nicht wohlfühlen kann. Ich wünschte mir so eine Seite für 1 Million Stimmen, die dafür sprechen, dass Kinder selbst entscheiden dürfen, wann und wie sie sich sexualisieren lassen möchten, ohne dass ihnen da irgendjemand reinredet. Für mich ist das hier irgendwie nur ein Gegenextrem zur Kindesmisshandlung, also quasi das Gleiche. In beiden Fällen wird über die Köpfe der Betroffenen hinweg entschieden. Und wer mir jetzt kommt mit, dass Kinder das ja wohl nicht selbst entscheiden können, der lese bitte genau seine Worte und finde darin den Sinn hinter dem, was ich gerade gesagt habe. Kinder können so einiges mehr, als wir ihnen zugestehen. Vor allem aber eigenes Interesse entwickeln und nicht nur am Sex, womit wir wieder beim Kernproblem sind, dass keiner entscheiden kann, wann ihn was interessiert, weil keiner es dem anderen mal überlässt. Wie wollen wir wissen, wie Kinder sich frei entwickeln, wenn wir sowas offensichtlich noch nie erlebt haben? Aber Buh-Thema, ne? Eben weil wir die ganze Zeit unsere Zeit mit einem solchen Unfug hier verbringen, in dem es immer um Dinge geht, die über die Köpfe Betroffener hinweg entschieden werden. Und mir ist egal, wer jetzt meint, der Gute zu sein, der nur Gutes für die Kinder will, er ist nicht in der Lage, Freiheit walten zu lassen. Wer wirklich ein Interesse am Wohl seines Kindes hat, der gibt es nicht in die Hände von Leuten, die dann Macht über es ausüben und in irgendeiner unschönen Weise beeinflussen, auf dass es den Rest seines Lebens daran zu knabbern hat. Und genau wegen solchem Schwachsinn haben gerade alle Erwachsenen, die ein Problem damit haben, ein Problem damit. Ich respektiere das Anliegen dennoch ausreichend, um hier diese Worte anzubringen, wohl wissend, dass ich, indem ich einfach nur diese Sichtweise öffentlich schreibe oder jetzt auch hier vorlese, wieder ein paar Hater mehr habe, was mir im Namen der Freiheit längst völlig Schnuppe ist. Mich muss keiner mögen. Fangt an, euch selbst zu mögen, dann braucht ihr keine Millionen Stimmen mehr für irgendwas zu sammeln, weil ihr mit euch und eurem Leben beschäftigt seid, zu dem eure Kinder dazugehören, die ihr ständig in die Obhut anderer gebt und dann denen die Schuld gebt, wenn was nicht läuft, wie es soll. Was es nicht ist, weil es eure Kinder sind, die sie geworden sind, damit ihr ihnen eure Werte vermittelt. Zumindest in den ersten 6, 7 Jahren. Bis sie anfangen, eigene Werte zu entwickeln. Und dann ist es toll, das sich entfalten zu lassen und rauszufinden, wow, so kann man die Welt auch sehen, ist ja krass. Fangen dann immer alle an zu heulen, wenn irgendein kleiner Junge in einem Video dann erzählt, wie eine Ameise das Universum wahrnimmt und so. Finden sie dann alle, aber ne, das kommt dabei raus, wenn man Kinder sich einfach mal sich selbst für entscheiden lässt, wofür sie sich interessieren. Eltern sind natürliche Autoritäten. Leider nimmt das kaum einer ernst, weil jeder macht, was alle machen. Und am Ende ist nur noch die Frage, welches Schaf am lautesten blöken kann. Weil außer blöken nichts mehr passiert. Doch, natürlich, man drückt noch Like-Buttons und so. Genau. Aber das ist blöken. Würde mich freuen, wenn sich in diesem Kreis dennoch jemand über meine Worte freuen kann. Diskutieren werde ich nicht darüber.
Und wie immer die Bitte, sich nicht auf den Fuß getreten zu fühlen. Ich schreibe solche Sachen nicht, weil ich will, dass sich jemand schlecht fühlt, sondern weil ich über diese Dinge lange Jahre nachgedacht habe, weil ich selbst mal Vergewaltigungsopfer war und daher Recht und Möglichkeit hatte, mir das alles mal sehr umfassend anzuschauen, ohne am Ende noch irgendeinen Hass gegen jemanden zu haben, weil mir das alles geholfen hat, aus den Opferrollen herauszukommen, in denen ich früher gesteckt habe. Es gab den Tag, an dem ich dankbar für die Erfahrung war. Das war der Tag, an dem mir bewusst wurde, dass die meisten bei dem Wort Vergewaltigung sofort an sexuelle Vergewaltigung denken. Vor allem die, die sich jeden Tag vergewaltigen lassen, indem sie sich dazu nötigen lassen, Dinge zu tun, die sie gar nicht machen wollen oder würden, wenn sie nicht müssten. Nette Vertuschungsaktion das. Lohnt mal hinzugucken. Große Augen gibt's da. Kinder haben ihre eigene Sexualität, das wird wohl kaum irgendjemand bestreiten können. Und sie sollten sie nach freiem Ermessen selbst erkunden dürfen. Ihnen da in irgendeiner Weise reinzureden, ist Missbrauch. Und das ist das Problem, wie bei allem. Jetzt denken wieder Tausende an Pädophilie, aber davon habe ich nicht gesprochen und auch sonst nichts. Ich stehe auf MILFs, die man lang und ausgiebig vögeln kann und die da auch Bock drauf haben, platt ausgedrückt. Mit Kindern spiele ich völlig andere Spiele. Ich lerne sehr gern von ihnen, was ich nur dann kann, wenn ich sie sich frei entwickeln lasse. Sonst höre ich von denen auch nur recht schnell den Scheiß, den wir schon alle kennen, weil sie auch eben den wiedergeben. Harte Nummer gerade, ich weiß. Aber für diese Freiheit für Kinder nehme ich in Kauf, als Pädophile abgestempelt zu werden. Könnt ihr schreiben, was da wollt, ist mir Schnuppe. Das Thema habe ich vor Jahren hinter mir gelassen. Die Kinder und ich wissen es einfach besser. Und alle anderen geht es eben Scheißdreck an. Hier steht nichts, aber mir ist gerade danach Scheißdreck zu sagen. Einfach weil es ein lustiges Wort. Scheißdreck. Scheißdreck. Womit ich wieder zum Ausgangspunkt komme. Sorgen wir uns mal etwas mehr um uns selbst als um alles andere, brauchen wir uns um unsere eigenen Kinder keine Sorgen mehr zu machen, weil sie eben ein Teil von uns sind. Wir haben dafür alles gesorgt, bei uns alles für die Kinder gesorgt. Den wir dann auch wieder erleben können, diesen Teil von uns, die Kinder nämlich, und dafür sorgen, dass wir uns keine Sorgen mehr machen brauchen. Oder nach einer Million anderen zu suchen, die gerade unsere Sichtweise bestätigen, was unserem Ego gerade gut tut, aber definitiv nicht den Kindern. Ich brauche keine Befürworter, mir reicht meine eine Stimme und ich nehme mir das Recht, sie zu benutzen. Ihr könnt es ja wieder löschen, wenn es euch nicht schmeckt, nehme ich auch keinem übel. Werde es aber in der Folge nutzen, um weiter darauf herumzureiten. So, dann ist hier so ein Foto, das möchte ich gerade mal in die Kamera halten, das ist nämlich das Titelbild dieser Seite und es steht dann, ja, also das ist das Titelbild der Seite, mehr lese ich da jetzt zu vor, so. Steht auch noch drauf, hier, stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder, na meint er, dann wäre die Welt besser, sorry, aber was ist denn das für ein plattes Gedankengut, habt ihr irgendwo aufgefasst, aufgeschnappt und fandet's gut, ne? Wenn man sich mal überlegt, was man da eigentlich sagt, dann ist man auch kein besserer Mensch. Sich mal Kinderschändern offen zu widmen, aber da hat keiner die Eier zu in der Hose, weil es ja Buh-Thema, ne? Muss ich wieder an Charles Manson denken. Hat zwar nichts mit Kinderfickern zu tun, aber dem sollte man vielleicht auch mal einfach zuhören oder mal mit ihm reden, damit er auch die Möglichkeit bekommt, andere Sichtweisen zu kommen. Stattdessen sitzt der Typ immer noch im Knast. Trotz der ganzen Sympathisanten, die gesagt haben, er war auch nicht schlecht, egal, anderes Thema. Da steht da oben auf dem Bild Finger weg von Kindern und gegen Kindesmissbrauch. Fangen wir da an mit Affirmationen, anderes Thema. Sorry, aber so wie ihr das hier angeht, ist das die reinste Nazi-Scheiße. Ihr greift einfach nur im anderen Extrem in das Leben der Kinder ein und was die davon halten, interessiert kein Schwein. Sind wir mal ehrlich, wer von euch hat sich interessiert die Zeit genommen, mit den Kindern über diese Dinge zu reden? Davon lese ich nämlich im Internet überhaupt nichts, lese überhaupt keine Stimmen von Kindern, Sichtweisen von Kindern zu diesem Thema sind nicht zu finden. Bei dem ganzen Gelaber darüber. Ja? Oder ist offen mit Kindern über Sexualität reden auch schon Kindesmissbrauch? Ja, da sind wir schnell an der Tabugrenze. Wieso können primitive Völker sowas?
In denen gibt es diese gesellschaftsgeschaffenen Probleme mit Sexualität nicht, weil da einfach normal damit umgegangen wird. Das ist aber was, was man in unseren Breiten kaum jemand gelernt hat. Sorry, wenn ich so dreist frage, aber seid ihr euch sicher, dass euch, inklusive eure Kinder, eure momentane Sichtweise dienlich ist? Ein sich betroffen zeigender Mensch schrieb als Kommentar unter dieses Bild: Furchtbar, was den Kindern von den Erwachsenen angetan wird. Menschen mit solchen Gedanken sollten in die Psychiatrie für immer eingewiesen werden. Sieht man, ich sag da jetzt gar nicht zu, sieht man sich aber das Gesamtbild an, gehen einem solche Gedanken dazu durch den Kopf. Furchtbar, was Menschen von Menschen angetan wird, wie sie sich ständig alle übereinander hinwegsetzen und dabei nicht mal mitbekommen, was für einen Schaden sie untereinander und sich selbst anrichten. Gott, ist das ein masochistisches Pack, diese Gesellschaft da draußen. Entschuldigung, wenn ich es gerade so sage, aber das ist so. Ihr habt ein wenig zu viel ferngesehen, meine Freunde. Ein Sichtweisencheck wäre angebracht. Woher habt ihr eure Sichtweise und wem dient sie wirklich? Euren Kindern jedenfalls nicht. So viel kann ich euch schon mal versprechen. Und ich verspreche nie was, wovon ich nicht weiß, dass ich es halten kann. Da gibt es keinen Zweifel. Mal bewusst aufhören, alles um uns herum zu missbrauchen, indem wir weiter völlig unbewusst darüber, was wir eigentlich tun, das alles tun, sondern das, was wir alles tun, mal unter die Lupe nehmen. Fällt mir wieder das Bild von dem intelligent aussehenden Wesen auf einem Ast ein, an dem es rumsägt. Mehr brauche ich da eigentlich gerade gar nichts zu sagen, aber das ist, worauf es hinausläuft. Und da sind wir alle zu unseren Teilen dran beteiligt. Und da schließe ich mich noch nicht mal mit aus. Ich bin auch noch jeden Tag dabei herauszufinden, was für Sachen ich alles tue, die mir eigentlich genauso wenig dienlich sind wie dem Rest der Welt. Das würde den Kindern wirklich helfen. Mit denen wir dann gechillt und ohne den geringsten Anspruch zum Beispiel ein anderes Spiel spielen könnten, das heißt: Was tun meine Hände gerade und wem ist es tatsächlich dienlich? Leute, die dieses Spiel spielen, haben mich mehrfach wissen lassen, dass es vor allem viel mit extrem großen Augen und viel Verwunderung zu tun hat, vor allem am Anfang. Kann ich selber auch bestätigen, ich spiele das Spiel auch. Im Namen aller Kinder dieser Erde, kümmert euch um eure Kinder, statt es andere tun zu lassen, weil ihr euch habt einreden lassen, was alles wichtiger ist als sie. Arbeit und bla bla bla. Seht ihr das, was alles wichtiger ist und geht dem nach, lässt, dass ihr das seht, also das Wichtigere, alles was wichtig ist, ja, was so wichtig ist, dass ihr das tut und dem nachgeht, lässt euch eure Kinder vernachlässigen. Das ist der Mangel, der wirkliche Mangel, der da ist, den ihr auf die Weise nur auf die anderen projiziert, unbewusst. Das ist kein Vorwurf oder sonst irgendwas. Aber denkt drüber nach, dann habt ihr Zugang dazu und könnt es ändern. Das lässt euch eure Kinder vernachlässigen. Und ihr wisst, dass ihr das tut. Lasst euch doch auf diesen harten Brocken mal einfach ein und sagt, ja, scheiße, Mann, ich vernachlässige mein Kind, indem ich 8 bis 10 Stunden am Arbeiten bin am Tag und es eigentlich nie sehe, dafür irgendwelche Hottentotten, die ich überhaupt nicht kenne, mit meinen Kindern machen können, was sie wollen, offensichtlich. Sonst würden wir ja gar nicht über diesen Scheiß reden brauchen. Also, hört doch bitte auf, euch zu beschweren. Ihr seid selbst in der Verantwortung. Und da hilft es euch definitiv nicht heraus, weiter für eine Seite Stellung zu beziehen. Schafft den Missbrauch aus eurem Leben, dann wird er für eure Kinder keine Rolle mehr spielen. Und ihr habt automatisch mehr Zeit für sie. PS, ihr seid die Missbrauchten. Guckt doch einfach mal hin. Steht hier. Und ich kann es nochmal, ich halte es nochmal in die Kamera, damit ihr den letzten Satz nochmal richtig gut auch. Ihr seid die Missbrauchten. Ihr. Alle die, die sich über Missbrauch in irgendwie einer Weise irgendwie darüber aufregen oder damit zu tun, ihr seid die Missbrauchten. Deswegen kann ich hier gerade, weil ich damit irgendwann mal, weil ich all das, was ich gerade schreibe, selber irgendwann mal mehr angeguckt habe und ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber es ist auch nicht schwer. Es ist nicht schwer. Ich habe gerade nichts Übernatürliches getan oder irgendein
Magie gebraucht, um diesen Text zu formulieren und diese Gedanken zu äußern. Das kann ich nur, weil mir irgendwann egal geworden ist, was andere über mich denken. Das hat mir die Freiheit gegeben, das zu denken, was ich gerade denke. Und das muss, ich kann morgen was völlig anderes sein. Es war ja vor 10 Jahren auch was völlig anderes. Es ändert sich ja ständig. Aber das ist das Tolle an den Gedanken, wenn sie frei sind. Sie können dann fließen. Und wenn man anfängt, sich das alles mal anzugucken, dann erkennt man sogar, dass das alles einen Kontext hat und eine Handlung und einen Zusammenhang und bla. Ja, ne, nochmal auf das Spiel, wenn es interessiert. Auch nochmal hier gerade, damit man es nochmal gelesen hat. Könnt ihr gerade in diesem Moment mit anfangen. Ist ein hammergeiles Spiel, weil haut einen von den Socken. Was tun meine Hände gerade und wem ist es tatsächlich dienlich? Nur eine Einladung, keiner muss irgendwas. So. Wer jetzt meint hier einen großen Shitstorm lostreten zu müssen. So wie der Hund gerade. Der mache das doch bitte einfach. Jeder sollte sagen können, was er denkt. Ne? Wenn ich mir hier das Recht rausnehme, dann gebe ich euch das Recht genauso. Gebt mir nur einfach bitte auch das Recht, einfach nicht darauf zu reagieren, weil es mir egal ist oder so. Wenn ich das Gefühl habe, ich möchte es gerade nicht lesen oder weiter darauf eingehen oder sonst irgendwas. Ne? Ich nehme zur Kenntnis, was ich zur Kenntnis nehme. Aber wie ich dann wieder darauf reagiere, ist meine Sache. Da gucke ich mir selber an, was erlebe ich und wie nehme ich es wahr. Und das ist oftmals nicht mehr so, wie das von anderen gewohnt ist. Und das ist das, wo halt eben diese Schwierigkeit versteckt, wenn man auf einmal anfängt, andere Sachen zu sagen, zu machen, zu denken. Es ist nur schwer, weil die meisten Leute um einen herum dann sofort irgendwie so ein Feedback geben. Ja, ist eine Masche im System, eine Laufen... wird sofort wieder alles dafür getan, damit die reingezogen wird. So arbeitet das System. Gewöhnt euch dran. Wenn ihr da raus wollt, werdet ihr diesen Schritt gehen müssen und eine Masche im Pullover werden, die halt eben rausfällt. So. Danke für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse oder auch euer Desinteresse. Wie auch immer. Im Namen der Kinder, lasst es euch gut gehen. Alle.